zumindest auch wissen, was hier unten ist. Noch ein Bär. Ja, verstehe. Nein, nicht wegrennen! Nicht kämpfen! Oh Gott. Ja, ich habe jetzt einfach eine Armee aus Tieren. Heftig. Kümmere dich um den Bären in der Nähe. Hab ich ja eigentlich gemacht, ne? Mehr oder weniger. Kümmere mich gerade sehr gut um ihn. Kriegt sogar Futter. Okay, okay, sehr gut. Oh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, ich kann einen zähmen. Nehme ich den. Mit den Tieren greife ich den an. Los! Zähmen! Hallo, Zähmen! Bitte. Manchmal macht mich das Spiel schwach, habe ich das schon mal gesagt? Einer. Egal. Nestern. Es sind drei Bärenhöhlen? Wow. Aber es hieß doch, kümmere dich um den Bären. Einzahl. Heilige Axt. Okay. Kann ich jetzt vielleicht? Ja, ich kann. Dann haben wir vier. Voll. 4 von 6. Runenstein erobert. Ziehen wir weiter. Wir sind mit der Truppe hier gut dabei. Wir haben bisher nicht wirklich großartig kämpfen müssen. Bisher. Weil immer, wenn ich das sage, passiert irgendwas. Edelin's outpost is here. We will have to cut our way through to the runestone. Oh nein, er hat einen da. Was? Ja, nein, 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 nein. So war das, so war das nicht gedacht. Dafür bin ich, glaube ich, nicht ausgerüstet. Ich lock die jetzt einfach mal, ich probiere die jetzt einfach mal irgendwie in den Hinterhalt zu locken. Kommen die mit? Kann ich die einzeln rausziehen? Ja, kann ich. Okay. Dann greife ich die jetzt an, weil wenn ich die einzeln rausziehen kann, ist mir das vollkommen egal. Dann nehme ich das hier alles sehr gerne auseinander. Bleibt her, ihr Dreckigen. Jetzt sind die Tiere langsam. Die ganze Zeit rennen die wie die Irren rum und jetzt kommen die nicht aus dem Arsch oder was? Lauft! Vorsicht, Vorsicht, Hinterhalt. Wieder kommen lassen. Weil die da alle auf einen Haufen hängen, ne? Die blockieren sich leider gegenseitig. Ich glaube, der Schnee macht die noch zusätzlich langsam.
Einfach gedespawnt, die Schweine. Schiff. Weiß ich nicht, wo ich zuerst gucken soll. Die lassen sich auch leider nicht weiter rauslocken. Ich kümmere mich erstmal hier rum, weil die scheinen schon wieder Scheiße zu bauen. Du kannst die Leute echt nicht alleine lassen. Renn doch jetzt einfach! Mann, bleib doch nicht stehen, bist du bescheuert? Ich raste aus. Und die schießen nicht, oder was? Warum bleibt denn der stehen, Alter? Warum bleibt denn der stehen? Der wurde doch von nichts aufgehalten. Okay. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich mach das jetzt einfach. Wie viele Ferneinheiten? 2. Es wird Aua machen. Aber ich hoffe, dass ich mit meinen Tierchen wenigstens ein bisschen was anstellen kann. Weil schwach sind die ja auch nicht gerade. Mann, kümmert euch nicht. Kümmert doch euch nicht um die Gebäude, Mann. Ihr sollt angreifen. Soll ich 3000 Mal angreifen klicken oder was? Junge, ich raste gleich komplett aus. Wenn ich deswegen jetzt... Macht mich echt schwach. Rennen die einfach mittendrin wieder, drehen die um und... Warum? Hat keiner gesagt. Kann doch nicht angehen, ehrlich. Boah, dauerhaft diese dämlichen Milizkräfte. Ist das frustrierend, Alter. Wie können die so schnell nachproduzieren? Hugnir honom!
Ihr sollt doch nicht auf die linken Häuser gehen. Warum ändern die ständig ihre Meinung in dem, was sie tun? Das ist richtig nervig, Leute. Gerade in einem Strategiespiel, das geht nicht. Das ist doch kacke. Hallo. Dahin. Wollen die mich verarschen? Also KIs... Ich mochte das Spiel bisher sehr, aber... In dem Game, also in der Mission, kotzt mich das richtig hart an, dass sie machen, was sie wollen. Und ich glaube... Okay. Aber das war ja nicht, das war ja nur der Außenposten. Wir haben sehr viel Verlust gemacht. Wir haben alle unsere Tiere verloren, was jetzt nicht wirklich schlimm ist. Vielleicht kann ich durch die heilende Aura ein paar Leute zurückholen, aber ich glaube nicht, oder? Ich kann mich zwar heilen, aber ich kann ja die Gruppe nicht aufstocken. Okay. Okay. Ja, das, was ich sage. Fünf von sechs. Einer fehlt noch. Ein einziger. Man meint ihr das hier drüben? Weil da geht's doch rüber, ne? Ich sehe das doch. Da ist eine Brücke. Okay, ich gucke mich aber erstmal hier um. Bestimmt muss man darüber, um zum letzten Stein zu kommen. Und dann haben wir sehr wahrscheinlich viel zu wenige Einheiten. Ja, feindliches Schiff. Achso, wir müssen tatsächlich... Hätten gar nicht da rumkommen können. Ja, sehr gut. Attackiera. Attackiera. Inte långt ifrån. Okay. Aber wir probieren jetzt mit dem, was wir haben. Oh. Da jetzt lang zu kommen. Und hoffen, dass uns da nicht allzu viel Böses erwartet. Falls doch. Unten ist er. Okay. Kommen wir da hin? Mit einem Schiff? Kommen wir da mit einem Schiff hin? Wir werden es sehen. Wir haben eine Menge Schiffe. Und dann würde ich sehr wahrscheinlich mit der Truppe darüber segeln. Händler? Okay. Hat der Holz? Nee, warte mal. Hat der Eisen? Gegen Nahrung tauschen. 150 gegen 30. Ist vollkommen in Ordnung. Gehe ich mit. Den Rest habe ich noch genügend. So, dann kann ich 0,2. Sag mal, ist das ist günstiger als... Nee, ich muss hier nur runterlaufen, oder? Boah, im besten Fall muss ich jetzt hier nur runterlaufen. Dann mache ich Ragnarök an, dann ist vorbei. Klingt zu einfach, oder? Da, 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 da.
Jag förstår. Wird irgendwas mit dem Fischerdorf machen müssen. Der letzte Runenstein. Ja. Versammle Liga in die 18 von 20. Ja, verstohlen. Okay. Feindliches Schiff. Ich spule jetzt vor, lass die durchlaufen. Weil ich weiß nicht, ob das so schlau ist, mit dem Schiff rüberzufahren und dann werden die da ständig angehalten. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich habe ja die Chance vorzuspulen und dann passt das, glaube ich, schon. Ich glaube, es war eine sehr schlaue Idee, die ganzen Tiere ranzuholen, weil das hätten wir, glaube ich, so mit den Leuten, die wir hatten oder noch haben, nicht wirklich geschafft. Ich muss auch sagen, die Musik ist wirklich sehr schön, auch wenn sie sich sehr oft wiederholt, aber stört mich gar nicht. Was mich stört, ist tatsächlich so ein wenig die KI. Ich sagen. Leider stört die mich. So, dann gehen wir jetzt runter und versammeln unsere Leute mit den anderen Leuten, die schon dastehen und auf uns warten, beim Runenstein. Wir stehen in der Gunst der Götter. Nichts kann uns aufhalten. Alle sechs erobert. Und wir können sie durch Ragnarök einfach zerstören. Was ich aber noch nicht machen werde, weil ich will, bevor ich hier wieder irgendwas beende, die Map aufdecken. Hier? Na komm. Ja, verstohlen. Also nicht komplett, aber ich will zumindest hier wissen, was hier hinten ist. Was man da eventuell noch finden kann. Vielleicht können wir ja von hier oben Ragnarök zuschauen. Während Ragnarök halt Dinge tut. Aber ich glaube, hier kommen wir zu ihm, ne?
Wir kommen jetzt safe zu ihm. Attackera! Nästan. Hugg ner honom. Oder vielleicht kriegen wir vielleicht noch eine schicke Trophäe, dass wir hier alles ausgeraubt haben. Alter, hier ist viel. Nestam. Auch noch was? Okay. Oh ja. Okay. Guck da, da ist er. Da ist er. Okay. Dann werden wir jetzt easy peasy, lemon squeezy, auf den Knöpkes drücken. Und Dinge tun. Erlen's defenses are shattered. Now it's time to end this once and for all. Thus ends the tale of Erlen and Gorm, and the first blossoms of spring, and the first whispers of the fall. It came to be that Yggdrasil sprouted on this very earth. And man and woman witnessed this sign of the gods. But although Erlen's tale met its end here and now, Gorm's and the other denizens of Frozenheim legends are just beginning. For with the first sprout of Yggdrasil, many new things glimmered on the horizon. Ist das nicht schön? Dieser Geruch von lodernden Feinden am Abend. Oha, das war KI sehr schwer. Bad. Na gut. Guck dir das mal an. Wo wir waren, wo KI sehr schwer ist. Ich gar nicht wundern, warum die Leute so stark waren. Oh. Ups. Ja. Ich hab's jetzt leider geschlossen. Ich öffne es nochmal. Ah. Ach ja. Schön. Auch wenn die KI mich auf Trab gehalten hat, und zwar nicht die gegnerische, sondern die eigene. Hat's ja dennoch Spaß gemacht heute. Wir haben damit die erste Kampagne, das ist die hier, beendet. Wir haben noch, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4... ob ich die jetzt aber nacheinander durchschiebe, bin ich mir unsicher. Boah, hier, die Schwiere. Gibt zwei Schwiere noch. Eine leichte und eine mittlere. Ob ich die jetzt so nach und nach durchschiebe, bin ich mir unsicher. Ich glaube, ich werde mich erstmal auf was anderes konzentrieren und das mal so nach und nach reinbringen. Ich glaube, das ist ganz cool. Alles klar. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Einschalten, für den Raid, für
alles, was heute passiert ist. Ich guck mal, ob ich irgendjemanden raiden kann. Nee, ist gerade leider keiner online. Naja, dann. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Ciao.